Hi. Nein. Was ist dein Talent? Ich kann richtig gut turnen. Also ich kann nicht so gut turnen, aber ich turne halt. Dann zeig uns dein Talent. Okay. Oh Gott, ist das peinlich. Platz. Sag ich, ob man mich jetzt sieht, aber sieht man mich? Nein, man sieht nur. Ist das eine Decke oder ist das eine Die Tür? Wand. Okay, ja, dann zeig uns dein Talent. Ja, okay, dann tschüss. Nein, nein, nein. Hallo? Geht's sehr gut? Das war echt scheiße, Leute, dass das passiert ist. Warum lacht ihr alle? Wieso lacht ihr alle gerade? Jedem kann das passieren. Leute, hört auf. Lacht nicht. Jeder kann mal einen Unfall bauen. Nächste Person. Hallo, du, Breakdance? Ja, kann ich noch einen Freund von mir grüßen? Okay. Ich grüße Kunde, der was wurde, schwarze Himbeere. Wer saugt da im Hintergrund? Deine Mutter? Ja. Achso, okay. Dann zeig uns dein Talent. Okay, warte, ich mache nur was an. Also, LED. Okay. Wurde der was wurde? Was hast du mir für Leute hier hingeschickt? Da, soll ich Danke sagen? Ich weiß es lieber nicht. Ich bin so nett, weiß ich, sag Danke. Komm mal runter, sonst überwässerst du dich noch. Dieses Wasser, Leute, dieses Wasser gibt mir Kraft. Warum kommen diese Leute von Kurde, der was wurde? Was ist das für eine Seite? Ich meine es. Was ist? Ich habe es auch aufgenommen. Ich nehme alles auf, aber das werde ich bestimmt nicht posten. Kurde, der was wurde. Was hast du mir für Leute hierhin geschickt? Ich platze echt gleich vom Wasser, aber ich muss Wasser trinken. Was ich hier ertragen muss manchmal. Okay. Okay. Weiter geht's. Weiter geht es. Weiter geht es, nächste Person. So. Ich nehme durch Zufall immer dran. Das ist vielleicht ein Fehler, aber 2021 fängt gut an. Genau. Aber ich weiß natürlich auch, dass ich viele Talente hier habe, ne? Deswegen. Kann sein, dass ab und zu mal sowas passiert. Ist halt so. Schaut einfach weg. Hallo. Hi. Wie geht's? Das war ja so lustig vorhin, Junge, dieser Junge. Der die Hose runtergezogen hat. Ja, wie kannst du nur so ernst sein? Ist trainiert. Nein. Ich nehme alles mit Humor. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Das war jetzt so cringe. Wie traurig ist es denn so? Ich habe leider kein Talent. Tut mir leid. Warum wolltest du hoch? Keine Ahnung. Kurz Hallo sagen. Ach so. Danke. So. So. Nächste Person. Nächste Person.
Was soll ich sagen? Leute, mir fehlen manchmal, ich weiß nicht, was ich manchmal sagen soll. Ich mache einfach nur weiter. Nächste Person. Wieso nehmt ihr jetzt nicht an? Leute, ihr müsst annehmen, wenn ich euch eine Anfrage schicke, bitte. Wir warten die ganze Zeit, dass die Leute hier annehmen. Abgelehnt, abgelehnt. Die haben jetzt alle Angst, glaube ich, hochzukommen nach dem Vorfall, habe ich so ein Gefühl. Ich schwör's dir, die lehnen gerade alle ab. Keine Angst. Die haben jetzt Angst, alle hochzukommen. Ich weiß nicht warum. Die lehnen alle ab. Hallo? Hi. Hi. Bist du bereit? Ich zeichne und ich möchte ein paar Zeichnungen zeigen. Dann zeig uns dein Talent. Gerne. Also ich zeichne Verschiedenes. Ich zeichne auch sowas. Oder halt Animes zeichne ich auch gerne. Mhm. Oder ich zeichne halt auch sowas, halt sowas Kleines. Also das ist kein richtiges Talent, aber ich mache das so aus Spaß. Ich zeichne aber auch sowas. Und ja. Danke. Kann ich noch ein Screenshot machen? Kann ich noch ein Screenshot machen? Gerne. Danke, tschüss. Tschüss. War gut, danke schön. Mach weiter so. Danke. Gerne. Natürlich danke an die ganzen Supporter. Dankeschön, dass ihr hinter mir auch steht. Auch an die Leute, die das nicht ernst nehmen. Ich küsse eure Augen, dass ihr trotzdem hier drin seid. Und dass ihr meine Story schaut und mir folgt. Dankeschön. Muss mal gesagt werden. Ich habe Angst, manchmal Leute hochzunehmen. Ich bin ehrlich. Ab und zu habe ich Angst, was hier rauskommt. Aber ich bin auch neugierig, wer immer hochkommt. Okay, mal gucken. Ich kann Feuer spucken. Dennis, genau. Das glaube ich dir jetzt auch, dass du Feuer spucken kannst. Okay, warum nehmt ihr nicht an, Leute? Ich schicke euch, die schicken mir eine Anfrage, aber die nimmt es nicht an. Hallo? Hallo? Ich bin Künstler. Du bist Künstler? Ja. Wieso kann ich deine Kamera nicht umdrehen? Also, okay, ich kann meine Kamera nicht umdrehen, aber zum Beispiel, ich habe Penis an meine Wand gemalt. Wow. Wenigstens ein Talent. Nächste Person. Oh mein Gott, Leute. So was entwickelt sich hier gerade, diese Talentshow. Wer die besten Bilder malt, nächste Person. Hallo? Wow. Die Person hatte gar keinen Bock. Die ist hochgekommen. Eine Sekunde direkt wieder raus. Super. Weiter. Ich bin heute mal ein bisschen länger live. Okay. Heute bin ich mal ein bisschen länger live. Mal gucken, was heute geht. Es fängt gut an auf jeden Fall. Wasser ist da. Hallo. Hi. Ich kann tanzen. Dann zeig uns dein Talent. Okay, warte kurz. Ich muss kurz mich mal vorbereiten. Momo. Okay, jetzt. Dann zeig uns dein Talent. Thank you.
Das war's. Danke. Kann ich noch jemanden grüßen, ne? Ja. An Hanna und Eva. Tschüss. Ich bin stolz auf euch. Das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Hallo? Ich sehe dir, hallo? Okay. So, nächste. Du und du Sohn, ich will Kurde, bei uns geht ins Haram. Ich habe nichts verstanden. So, nächste Person. Okay, der Livestream ist echt anders heute. Leute. Hi. Hi. Ich wusste jetzt nicht, dass du da gehst. Was? Wir sind gerade geschockt, weil du angenommen hast. Ah, ihr seid drinne. Willkommen. Hi. Meine kleine Schwester hat gemeint, ich soll ein bisschen singen. Da sollen richtige Talente reinkommen. Nicht dann so. Zeig uns dein Talent. Okay. Soll ich kurz was singen? Ja. Okay. Meine Schwester, soll ich mal? Ja, sie. Okay. Boy, my love is overloaded. Only wanna share with you. Cause you got me tripping like no one else could. With all the things you do, how you make me feel this way. Ain't no nobody could replace my man. Geht's dir gut? Talent! Viel Spaß noch! Allah, danke schön. Ich geb nicht auf. Talent! Ciao! Ciao! Talent! Talent! Soll ich für heute beenden, Leute? Das reicht. Wir haben ein Talent gehabt. Wir haben ein Talent gehabt. Okay, weiter geht's. So, weiter geht's. Hallo? Hi, was ist dein Talent? Oha, was? Oh, ich will auch du warst, was? Ich sehe mich heute wieder in den Meme-Seiten. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mach abends ein bisschen nachkommen. Atemlos durch die Nacht. Helikopter sind immer wach, atemlos durch die Nacht. Helikopter sind immer wach. Achim!
Danke. Alle fragen, zeig uns deine Ohren, aber ich habe keine Ohren. Ihr seht doch, einfach nur ein runder Kopf. Ach ja, Leute, was soll ich sagen heute? Ich bin sprachlos über unsere Talente heute. Was wir heute alles gesehen haben, Hammer. So. Wie hörst du uns? Durch Lippen und so. Ihr müsst die Anfragen annehmen, Leute. Ich schicke den Leuten eine Anfrage, aber die nimmt es nicht an. Hallo? Hallo? Ey, ich wollte nur mal sagen, dass du so schöne Augen hast. Hallo? Hörst du mich? Ja. Du hast so schöne Augen. Beautiful, ey. Dankeschön. Für meine Augen. Sehr nett. Aber wir wollen Talente sehen. Dahinter suche ich. Ihr müsst die Anfragen annehmen, Leute. Ich warte 10 Stunden. Auf Anfragen. So. Die Leute, die warten und nicht drankommen, ihr könnt mir euer Talent als Video und Instagram-Namen an meine E-Mail-Adresse schicken, die hier mit Instagram verbunden ist. Da steht E-Mail. javustalentshow@gmail.com. javustalentshow@gmail.com. Bitte schickt ein Video, damit ihr drankommt, und euer Instagram-Namen. Dann kommt ihr früher immer dran. Und ich schaue mir die meisten E-Mails immer an. Also die E-Mails schaue ich alle an. Nochmal, die Leute, die warten und nicht, die wirklich auch ein Talent haben, also die irgendwas halt Besonderes haben, schickt ein Video an javustalentshow, zusammengeschrieben, @gmail.com mit eurem Instagram-Namen, aber ein Video. Oder auf Instagram, wenn es E-Mail nicht klappt, aber E-Mail schaue ich auf jeden Fall. Könnt ihr mir auch per Anfragen, Instagram, per Nachrichten, könnt ihr auch mir mal schicken. Also ein Video, wo man euer Talent sieht. Damit, weil hier warten auch viele, die es ernst meinen und die es leider nicht hochkommen. Klar, wir können lachen, weißt du, was ich meine? Scheiße bauen, bla bla bla. Witzig sein. Aber viele, weißt du, sind echt viele, die echt warten. So, ich guck mal gerade mal. Ich guck mal ein bisschen unten. Es sind viele, die echt auch hochkommen möchten. Die echt ein Talent haben. Natürlich.
Klar können wir lachen, auch ist auch witzig, Unterhaltung so, die kein Talent haben, die irgendeinen Scheiß bauen. Aber natürlich möchte ich auch Talente supporten. Es ist nicht nur eine Lachshow. Es ist eine Unterhaltungsshow, aber natürlich auch, ich möchte auch Talente supporten mit meiner Reichweite. Aber die Leute, die ich irgendwie hier schicke, die meisten nehmen, die lehnen alle ab. Wieso lehnen die meisten ab, die mir eine Anfrage schicken? Ich verstehe das nicht, warum die meisten hier ablehnen. Leute, ihr müsst hier unten annehmen. Ich warte bestimmt eine halbe Stunde, bis die Leute annehmen. Die nehmen nicht an. Was ist das denn? Hä? Die Leute nehmen nicht an. Das ist schon die achte Person. Egal, ich habe Zeit noch. So gegen 21 Uhr gehe ich raus. Hallo? Oh, hi. Hi. Also ich habe eigentlich kein richtiges Talent, aber kannst du bitte meine Freundin dran nehmen? Die wartet schon so lange. Wie heißt die? Offiziell _Anni. Okay, ich kann mal gucken, weil da sind sehr viele Namen. Okay? Okay, danke. Tschüss. Bitte, tschüss. So, okay. So, gucken wir mal. Die Verbindungen sind manchmal auch nicht gut, Leute. Oh mein Gott. Hi. Hi. Bist du vorbereitet? Ja. Okay, können wir starten? Ich bin halt voll aufgeregt. Oh Gott. Atme durch. Krass, dass du, also krass, dass du angenommen hast. Okay. Sag, wenn du bereit bist. Ich warte. Okay, ich glaube, ich kann. Okay, dann zeig uns dein Talent. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I'm Mr. Snow, till death will be freezing, yeah, you are my home for a season, so come on, let's go below zero and hide from the sun, I love you forever, well, have some fun, yeah. Let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My snowman and me. Wow, das war gut. Danke. Darf ich noch einen Screenshot machen? Gerne. Wieso schicken alle Lachsmilies? Was wollt ihr? Okay, danke schön. Ciao. Tschüss. So. Ich nehme jetzt noch eine Person dran. Mal gucken, ob die. Nee, die nehme ich auch noch dran. So. Okay. Was geht? Hi, nichts bei dir? Ja, muss, ne? Sehr schön. Ich werde das singen. Ja. Aber auf Türkisch. Okay, kein Problem, gerne. Aber damals, ne? Alles gut. Damals. Ich mag alles, was sich schön anhört. Sag, wenn du bereit kommt, bist. Ja, ich wollte jetzt achso, anfangen. Dann zeig, ja. Achso, oh, sorry. Dann zeig uns dein Talent. Alles klar. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül, derde dayanmaz. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül, derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz aman aman. Uyan sunam, uyan, uyan,
derin uykudan. Jo, das war's. Danke dir. Ağzına sağlık, danke schön. Eyvallah, sağ olasın koçum. Hadi, kendine iyi bak. Schönen Abend dir noch. Tschüss. Görüşürüz, hadi, ciao. Schön. Hoffnung besteht. Das ist schön. Oh mein Gott, du bist wieder drinne. Ja. Wie geht's dir? Besser, viel besser. Es ist ein bisschen schlechter geworden oben. Ja, ne? Da ist ein bisschen schlechter. Aber nicht schlimm. Tut das weh? Ja, ein bisschen, aber... Ja. Dein Paket ist fast fertig. Oh mein Gott. Das ist mein Geschenk für dich, fürs neue Jahr noch. Da tue ich dann die Cookie Bros, die habe ich bekommen. Schenke ich dir dann, also die, die ich hatte. Und Samantha wollte dir auch noch was schenken. Mhm. Und ja. Und dann wolltest du noch auch noch was anderes, ich weiß nicht noch ganz genau. Das tue ich auch noch für dich. Ja. Du bist echt ein Engel, wirklich. Mach schon. Danke. Ich wollte wieder in deinem Live mal. Ich wollte gestern, aber nachher hatten die Leute mich da gehatet. Noch habe ich gelassen. Wer hat dich gehatet? Ja, da Leute da unten haben gesagt, du Alter, was willst du? Du kommst nie ran, du bist 10, du bist irgendwas. Und ich block die sofort, ich sperre die. Ich habe mich nicht so gut gefühlt danach, aber ja. Ich sag dir mal was. Es gibt viele Menschen, also damit du das weißt, du bist ja noch jung, ne? Es gibt viele Menschen, die haben im Leben nicht viel Intelligenz im Kopf. Nicht schlimm. Mhm. Die können sich nur mit bestimmten Beleidigungen oder sonst was kommunizieren. Ja, weil die denken, die wären cool. Mhm. Aber das Problem ist, diese Menschen nimmt man nicht ernst. Mhm. Also die haben viel Probleme auch in der, sag ich mal, sozialen Welt, um sich zu etablieren, weil die leider nicht anders reden können. Aber diese Menschen akzeptieren sich selber auch nicht. Die haben selber, sag ich mal, Probleme und versuchen das auf andere Menschen mit Beleidigung abzulenken. Du bist super, wie du bist. Dankeschön. Du bist ein Engel. Und ich mache auch diese Talentshow, weil so viele Menschen es brauchen, Hilfe brauchen. Oder viele schreiben mir sogar, Javus, dankeschön, durch dich kann ich ein bisschen wieder lachen. Obwohl sie nicht zum Lachen führen. Ja, kommen. Ich kann viel mehr durch dich lachen, weil du bist so lustig und ja. Wirklich. Sie hat die Schmetterlingskrankheit, Leute. Ich tue sie auch öfters rein, weil... Ja, und dann... Und eine hat geschrieben, du warst schon mal leck. Und Also ich sag mal an euch, wer so eine süße Seele auch noch versucht zu beleidigen, Schande über euch. Ihr könnt mich beleidigen oder so. Das ist ja Unterhaltung, weißt du? Nehme ich eh nicht ernst. Aber so eine süße Seele, sie ist noch sehr jung, zu beleidigen, ist gottlos. Das müsst ihr am Tag des jüngsten Gerichts vor Allah euch rechtfertigen. So eine süße Seele zu beleidigen. Ihr seid noch jung, aber ab einem gewissen Alter habt ihr noch schon ein bisschen Kopf. Mobbing kann vielen Menschen das Leben kosten. Und euch kann es im nächsten Leben, im Jenseits, kann das vielleicht diese Tat euch in Jehennem bringen. Ich meine das ernst. Ja, aber was ich dir sagen kann, du bist super. Und ich tue dich extra rein. Ich tue dich auch 100-mal rein. Ich tue dich auch 1000-mal rein. Extra. Oh. Weil ich dich lieb habe, um zu zeigen, was manche Menschen durchmachen müssen. Wo andere Menschen, Allah, Gott, eine Gesundheit geschenkt hat. Aber die leider damit scheiße umgehen. Okay, ich bin auch fett. Also nicht damit.
Also die Leute, die eine Gesundheit haben, andere deswegen aber fertig machen oder mobben zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Weil die anders aussehen. Und das ist sehr gefährlich. Und Allah schreibt sich alles auf. Mhm. Und das werdet ihr nicht so schnell los. Das wollte ich sagen. Und ich tue dich auch millionenmal rein. Oh. Scheißegal, was sie schreiben. Weil ich dich sehr mag. Ja, sie haben mich echt gestern traurig gemacht, weil ich bin auch nur ein Mensch. Und sie haben gesagt, du warst schon 1000 Mal rein. Du warst schon... und dann einer hat geschrieben, AMK. Das hat einer geschrieben? Scheiß drauf. Ja, das egal. AMK schreiben die, wie süß die ist. Guck mal, Leute, wie süß sie ist. Die Leute, die wirklich so richtig hier beleidigen, die sperre ich sowieso. Und im schlimmsten Fall, wenn es weitergeht, melde ich die. Ich arbeite mit Instagram zusammen. Ich hatte eine Zeit lang, dass mein Account immer gesperrt wurde. Ich habe sofort eine E-Mail bekommen, wo ich mich an Instagram wenden kann. Okay. Sobald ich merke, das ist ein bisschen zu extrem, weil man kann beleidigen Spaß, weißt du, mal kurz oder so, weil man auf cool tun möchte, was, weil man sonst nichts kann, außer Controller halten. Ja. Ist okay, aber wenn man es übertreibt, dann melde ich diese Person. Ja. Und dann kriegen die auch, kann halt, wenn es schwer wirklich ist, kann man schon weitergehen, aber ich werfe die einfach nur raus und bann die, das reicht dann. Aber zum Beispiel, wenn es sowas ist, schreibst du mich, Shivin. Ja, schreib mir. Aber ich hab dich so lieb, bis im Himmel, überall. Ich dich auch. Es ist alles Unterhaltung, Leute. Ich bin auch cringe, ich bin witzig. Ist auch okay, wenn ihr beleidigt oder alles bla bla bis zu einer gewissen Grenze, werft euch aus, aber so süße Seelen möchte ich halt gerne. Sie freut sich, wenn ihr gute Nachrichten beschreibt. Ich freue mich jeden Tag auf dich. Auf dich, jeden Tag. Und ich freue mich auf dich. Danke, Stephen, dass du existierst. Hör nicht auf diese. Die haben nur so wenig intelligent. So wenig. Ja. So wenig. Die haben nur so wenig, ja. Die können nichts anderes. Lass sie doch. Die können. Die haben in anderes nichts gelernt, außer zu beleidigen. Ja, und Leute, ich bin 15. Die kennen dich ja nicht mehr, weißt du. Lass die einfach in Ruhe. Oder sperr die einfach, wenn die dich beleidigen oder so. Sperr ich weiß nicht, wie man die sperrt, weil ich kann. Ach so, wenn du im Livestream bist, drückst du auf deren Namen und dann steht da Live-Video von bla 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 verbergen. Dann sehen die dein Instagram live nicht mehr. Okay. Ganz einfach. Okay. Also vielen Dank nochmal. Du bist danke, dass es dich gibt. Danke vielmals. Dankeschön, dass es dich gibt. Hm. Wegen solchen Menschen wie dir mache ich das auch gerne. Ja. So ein bisschen ein Lachen zu zeigen. Ich entertaine gerne. Ich muss da heute viel, also ich sage es nicht sehr gerne, aber ich will es einfach mit euch mitteilen. Ich musste heute viel leiden bei der Pflege, aber ja, weil es hat viel weh gemacht. Aber du kriegst immer Cremes, ne, auf deinen Kopf und Gesicht. Ja, so halt, damit die Rötung ein bisschen weggeht, ja. Und brennt das? Brennt. Sogar duschen brennt. Viel. Ich kann nicht einfach, ich gehe duschen und nachher komme ich und schaue Fernsehen. Das geht nicht. Du musst, also sicher 2 Stunden geht, oder 3. Was du nur machen kannst, bete zu Allah. Das mache ich immer. Passiert, Allah entscheidet über alles. Mache ich auch immer. Und du, ganz ehrlich, du hast schon, inshallah, ich wünsche dir, schon ein Haus im Paradies bekommen. Ja. Vergiss das niemals, Tamam. Tamam. Auch wenn dir irgendwelche Leute was schreiben, scheiß drauf. Ja. Ich krieg auch jetzt mittlerweile so Scheiße. Die Leute schreiben mal, ja, bist du armer, du tust mir leid. Leute, das juckt mich nicht. Ich kriege so viele Scheiße per Nachrichten. Manche lese ich auch gar nicht mal. Einfach löschen oder einfach lasse ich einfach. Weißt, ich mache das jetzt schon 2 Jahre und Unterhaltung ist, also das liebe ich. Und natürlich gibt es auch Leute, die einfach nicht gönnen oder die haben so wenig IQ, weißt du, die sind nicht intelligent. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Das bringt mich nur höher. Dankeschön, danke ich immer. Und das so, denk bitte so auch. Solche Beleidigungen, wenn die sagen, bah, guck mal, oder was bist du? Danke, sag einfach so, der hat es anders nicht gelernt. Der kann es anders nicht.
Der kennt dich nicht mal, weißt du, was ich meine? Der schreibt einen Kommentar und dann verpisst dich wieder. Wow. Weißt du, bringt gar nichts. Der kennt dich ja nicht mal. Ja. Du bist so, wie du bist, super. Und vergiss niemals, Allah hat für dich ein Haus im Paradies gemacht. Dafür bist du sofort im Paradies. Sagt man, dass du sofort weißt, wo dein Haus steht. Und inshallah werden wir uns da alle versammeln. Also oh, dafür bete ich. Guck mal, wie süß einer schreibt. Kelvin, lass mich Hölle gehen und sie ins Paradies. Oh. Es gibt auch natürlich gute Menschen. Wir tun uns meistens auf die Negativen fixieren. Ja. Weil, ja, ich sag mal so, 100 Positive, 10, 20 Negative. Natürlich negativ zieht direkt einen runter als positiv, ne? Deswegen versuch dich nur, ich habe so viele tausende positive Nachrichten, ab und an mal kommt mal so kleine Kakerlaken-Nachrichten, ist nicht schlimm, aber juckt mich nicht, aber ich habe echt so viele Leute, die hinter mir stehen mittlerweile. Sehr viele, ja. Die sagen mittlerweile, ja, oh, scheiß drauf, was die sagen, scheiß drauf, egal, du tust mir leid, ich so, alles gut, Leute, ich sag mal, alles gut, Dankeschön. Wirklich, ich bin einfach nur eine schreibt, zufrieden. Eine schreibt, sie hat eine Glatze. Was? Eine schreibt, sie hat eine Glatze. Mm, genau. Mm, ja. Hört ihr? Wie süß du bist, Mashallah, wirklich. Oh. Ach, jeden Menschen. Du bist wie so eine Baby-Born-Puppe. Oi. Oh. Was? Wie süß, ey. Aber wie kann man dich denn haten? Ich verstehe das gar nicht. Du bist ich sehe auch nicht, aber ja. Ich verstehe es manchmal bei mir auch nicht, aber doch. Manchmal verstehe ich mich. Vielleicht bei dir. Du bist ein Ehrenmensch. Du machst jeden Tag Videos und Livestream für uns. Gerne. Also ich mache das einfach nur zum Support. Aber natürlich. Und ich liebe es einfach so. Es schauen. Ist Unterhaltung alles. Man darf das nicht zu ernst nehmen hier. Ich finde dich einfach so toll. Super. Ich will. Wann kommt ungefähr mein Paket an? Sage ich dir noch. Okay. Sage ich dir noch, wann dein Paket ankommt. Dann danke ich dir. Gehst du jetzt live? Dann guck ich mal. Leute, sie geht jetzt live. Folgt alles, Sevin Oja. Sobald da auch Kakerlaken kommen, die irgendeinen Scheiß schreiben, einfach nur verbergen. Drück auf Nachverbergen, dann sind die weg. Okay. Ich hab ihr Instagram-Namen geschrieben. Sie geht jetzt mal live. Ich komme morgen Abend um 20 Uhr wieder live. Dankeschön.